Grüß Gott zu einer 9-Minuten-Predigt am dritten Adventssonntag, den wir allgemein als den Gaudete-Sonntag bezeichnen. Freut euch, wird uns in der Schrift zugerufen. Und mit der Freude hat es so eine Bewandtnis. Die Kinder, die können das automatisch. Die freuen sich schon den ganzen Advent auf Weihnachten. Der Nikolaus, der letzte Woche da war, hat das auch nochmal bestärkt und hat die Vorfreude noch stärker werden lassen. Wir selber haben mit der Vorfreude vor Weihnachten manchmal so unsere Probleme. Wir veranstalten zwar Weihnachts- und Adventsmärkte, so wie hier bei uns in Mehring am Marktplatz, aber wenn die Lichter aus sind, der Tag ganz normal da ist, dann ist sozusagen diese Freude schon wieder ein wenig trist geworden. Da spürt man von Freude nicht mehr allzu viel. Wir müssen Augenblicke in unserem Leben hineinbringen, Augenblicke für uns tatsächlich sicher machen, in denen wir solche Freude gewinnen können. Das kann beispielsweise sein, mit den Kindern zusammen einmal auf einen Adventsmarkt zu gehen, sich Zeit zu nehmen für diese Kinder und an ihren Gesichtern, an ihrer Vorfreude, an ihrem Staunen, an ihrem Glücklichsein, wenn sie sich die Lichterketten an den Bäumen und die Figuren in den Adventsmärkten dann anschauen, selber wieder unsere Freude dann auch herausnehmen. Versuchen Sie das einfach mal in dieser Woche, ob Sie das hier am Christkindlesmarkt in Mehring tun, ob in Augsburg, in München. Nehmen Sie sich Zeit für Ihre Familie, wenn es nur mal eine Stunde, anderthalb ist. Sie werden merken, das schafft wirklich Freude. Und dazu sind wir aufgerufen.